Einen sehr schönen guten Abend. Einer von meinen sehr freundlichen Kollegen hat auf die Einladung für heute Abend geschrieben, dass wir würden alles auf Deutsch machen. Zum ersten Mal. Vielen Dank. Ich schlage vor, dass wir eigentlich eine Mischung von Englisch und Deutsch machen. Ich werde manche Fragen wahrscheinlich auf Englisch stellen, weil die ein bisschen zu kompliziert sind auf Deutsch. Aber Stefan wird sicher nur auf Deutsch reden. Ich bin total dankbar und habe damit auch, glaube ich, nicht Probleme. Schönen guten Abend an Sie alle, meine Damen und Herren. Also das ist die dritte in unserer Reihe von Modern and Contemporary Talks, das wir in 2015 machen. Diesmal müssen wir nicht so weit gehen für unser Gast. Stefan ist seit einigen Monaten jetzt Direktor der Gemäldegalerie hier im Kunsthistorisches Museum. Ein kurzes Intro. Stefan hat in Münster, Rom und Florenz studiert, war kurz ein Research Fellow im Metropolitan Museum of Art in New York und zwischen 2003 und jetzt 2015, Ende 14, war er der Kurator für italienische und spanische Renaissance-Malerei in die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Und wir sind sehr dankbar, dass er nach Wien gewandert hat. Wir haben fast immer ein Porträt von unserem Gast als Intro-Bild. Das ist natürlich kein Porträt von Stefan, obwohl die Ähnlichkeit ziemlich gut ist. Der Grund, warum wir dieses Duchamp-Bild als Intro-Bild wird später klar werden. Also, vor ein paar Jahren haben wir als Museum entschieden, eine nähere Engagement mit moderner und zeitgenössischer Kunst zu haben. Das war eine sehr polemische Entscheidung, würde ich sagen, in Wien. Wir haben viel gehört von unseren Kollegen in anderen Museen und viel gehört von Journalisten und warum denn ist das überhaupt notwendig und wir machen das durch Ausstellungsprojekte, Gespräche, Ausstellungen kuratiert von Künstlern, die kleineren Projekte im Theseus-Tempel im Volksgarten. Und ich fand es eine sehr interessante Idee, dass wir Stefan heute Abend einladen, seine eigene Meinung über diese ganze ganz offene Frage, was sollte ein Museum wie das Kunsthistorische Museum machen? Wie sollte unsere Beziehung eigentlich mit der Kunst von heute und morgen sein? Also, ich werde meine erste Frage auf Englisch stellen. We live in a city with a huge embarrassment of cultural treasures. We have more museums than we have time to go to. We have more exhibitions, more wonderful collections. And in the middle of all of this sits the Kunsthistorisches Museum, which is the largest, most internationally recognized, and most important of all of these cultural treasures in terms of the museum landscape. Our collections come to a grinding halt in around 1800, so 200 years ago from now. What is the responsibility that a museum like ours has to engage with modern and contemporary art? Why is it even necessary to do it? Is it even necessary to do it? And given that we are doing it, what do you see as the huge benefits that we can gain from this? And what are the challenges and problems that lie in our path as we try to do this? So this is a sort of enormous question to begin with, and it's the central question of the whole evening. But you've had the ability to look at our museum the last few years as a bystander somehow, and now you're obviously
very centrally involved, but how do you view this general engagement for a museum of our type? Ja, Jasper, wir haben darüber ja schon einige Male sprechen können und ich bin ganz dankbar, dass wir das auch hier in diesem größeren Rahmen fortsetzen dürfen. Es gibt Museen, die keine zeitgenössische Kunst benötigen, weil sie eine abgeschlossene Sammlung traditioneller, klassischer Meister haben. Die Frick Collection zum Beispiel in New York. Und denen geht es auch gut. Es ist deswegen auch für uns nicht wirklich notwendig, wäre für uns nicht wirklich notwendig. Unsere Besucherinnen und Besucher kommen auch ohne einen zeitgenössischen Diskurs, um hier die klassische Kunst, die Bruegel, Caravaggio, Rubens zu sehen. Aber ich glaube, es ist für uns als keine privat gesammelte Einrichtung, als ein Bundesmuseum mit einem größeren staatlichen Auftrag, ein Anliegen, die klassische Kunst nicht an den Wänden des Museums enden zu lassen, sondern die Frage aufzuwerfen, wie relevant sie für uns in der Gegenwart auch als Inhalt sind. Und das wirft zwei Facetten auf. Die sogenannte Gegenwart fällt ja nicht vom Himmel. Sie hat nicht irgendeinen Anfangspunkt, sondern Gegenwart kann sich nur manifestieren, wenn es auch Tradition gibt. Und damit wir alle unsere Gegenwart erfahren können und auch die Kunst unserer Gegenwart bewerten können, in ihrer Relevanz spüren können, schätzen können und damit auch neue Fragen zulassen können, bedarf es auch der Tradition oder vielleicht gerade der Tradition. Das ist die eine Facette und die andere Facette vielleicht auch so, ebenso wichtig, wenn ein Museum einer bestimmten Sequenz von Zeit ausgesetzt ist, von der Kunstkammer bis heute oder sagen wir es mal, wenn sich von der Kunstkammer bis heute auch ein Wandel in der Institution Museum abzeichnen und die Institution nicht einfach abgeschafft wird, sondern überlebt, dann bedeutet das, dass die Gesellschaft sich permanent mit der Funktion von Museen auseinandersetzt. Heute sind wir keine reine Kunstkammer mehr, sondern wir sind auch ein Ausstellungsort geworden. Und Museen sind damit nicht mehr eine Sammelstätte von Objekten, ein Speicher von Gegenständen, sondern sie sind ein Ort der Wissensgenerierung geworden. Hier wird Weltaneignung betrieben und es wird eine gegenwärtige Auseinandersetzung gepflegt. Und deswegen sitzen wir hier unter einer 125 Jahre alten Kuppel in einem sehr traditionellen Haus und sprechen über Dinge, die uns in unserem Hier und Jetzt bewegen. Und deswegen ist es nicht notwendig, dass man in einem Museum wie dem Kunsthistorischen einen zeitgenössischen Diskurs führt, aber es ist eine große Chance. Und letztlich auch eine Chance für einen wichtigen Aspekt, den wir in unserem Namen vor uns hertragen, dass wir nämlich das Kunsthistorische Museum sind. Und Geschichte kann nur dann ernst genommen werden und als relevant und als für uns auch unmittelbar prägend akzeptiert werden, wenn sie nicht einfach irgendwo einen Punkt hat und aufhört, sondern wenn sie in die Gegenwart hinein und über die Gegenwart hinaus auch in die Zukunft geführt wird. Und darum sehe ich auch hier eine Chance, wenn diese Geschichtlichkeit auch in der Auseinandersetzung mit dem passiert, was wir vielleicht als contemporary bezeichnen können, wobei das die Frage aufwirft, was das denn nun eigentlich sei, contemporary art. When these collections were first assembled, which was sometime in the late 1700s at the Obere Belvedere, when they were first assembled as a coherent whole, priority for visiting the collections was given to the artists of the day, working artists, traveling artists. A few years later, when the Louvre opened in 1790, they had a 10-day revolutionary calendar, and seven of these days were reserved also for artists. So these
great museums of the late 18th century and the 19th century, many, many of them, the Rijksmuseum, the Prado, the National Gallery in London, the Altes Museum in Berlin, were created in part with living contemporary artists in mind, to educate, to inspire, to awe, to encourage the artists of the day. How important do you think it is 125 years later that we still have a presence of living artists? What does the actual presence, what does the presence of living artists bring to our museum today? Whether they come as visitors, as curators, as exhibitors, and is there something more we could be doing for artists? Should we be doing more for artists today than we do? Or is simply the fact that we present as many of our treasures as possible the greatest gift we can already be giving? Schwierige Frage, weil hier müsste man eigentlich wirklich einen Künstler fragen. Aus meiner Sicht ist ein Teil der Frage, nämlich welche Bedeutung das Museum für die Kunstproduktion selbst hat. Kunst, die sich an bereits bestehender Kunst orientiert, sich von dieser Kunst abhebend neu erschafft. Dieser Gedanke ist ja einer, der in der Kunstgeschichte sehr, sehr alt ist. In der byzantinischen Tradition funktionierte die Kunst nur, weil es diese Tradition gibt. Und im Buch der Malerei von Cennino Cennini, wir sind hier am ausgehenden Mittelalter, um 1400, heißt es, dass der Künstler vor allem das Handwerk seiner Vorgänger lernen soll. Ein Gedanke, den dann auch Leonardo wieder aufgreift und so weiter. Und es ist ein Gedanke, der uns bis heute prägt. Und wenn man in der zeitgenössischen Kunstwelt oder überhaupt in der Kunstwelt Ausschau hält, so gibt es zahllose Beispiele von Künstlern, die ihr Schaffen wegen der Auseinandersetzung mit traditioneller Formensprache überhaupt generieren können und b, weil es die Institution Museum gibt, so schaffen, wie sie schaffen. Und das gilt selbst für vollkommen ungegenständliche, geradezu nicht fassbare Kunst, wie etwa Tino Siegel, die nur, weil sie im Museum Präsentationsorte finden, auch die Möglichkeit finden, ihre Objekte kollektiv wahrnehmen zu lassen, als Künstler existieren können. Und deswegen ja, die Museen sind Nährboden, sie sind ein Universum, das eine Grundvoraussetzung für die Produktion von Kunst an sich ist. Denn das Museum ist der Ort des Publikums, der Besucherinnen und Besucher, die die Kunst nutzen, anschauen. Und keine Kunst ohne diesen Nutzen und ohne dieses Anschauen. Es gibt nicht den Künstler in der Höhle. Der ist zwar viel in der Theorie beschworen worden, es gibt diesen schönen Text von Balzac, L'œuvre d'art inconnu, über Fraenhofer, ein Maler, der im Zimmer sitzt und malt und niemandem seine Werke zeigt. Und irgendwann wird ihm ein lebendes Modell zur Verfügung gestellt und nur unter der Voraussetzung, dass das dann entstehende Werk nun auch gezeigt werde. Und das Publikum, unter anderem Poussin, der in diesem Roman eingeführt wird, erkennt nicht, was dargestellt ist. Er kennt nur Farbräume, Abstraktes und sagt, dass es das Werk nicht erkennt. Und der Künstler zerbricht daran. Er zerbricht an diesem Nichtverstehen des Publikums. Und deshalb ja, der Künstler hat ein fundamentales Grundbedürfnis zur Auseinandersetzung mit seinem Publikum und mit anderer Kunst. Und wir haben daher als Museum auch eine Verpflichtung, diese Kunst in bestimmten Schauzusammenhängen und nach bestimmten Ordnungskriterien sowohl für das Publikum, aber auch für die Kunstschaffenden zugänglich zu machen. Im 19. Jahrhundert sind viele Museen, jetzt gerade auch in Deutschland, auch in kleineren Staaten, wie etwa das Lindenau-Museum, wirklich mit diesem Anspruch entstanden, auch für das Arts and Crafts Movement Beispiele zu liefern, wie unser Alltag aussehen soll. Also auch für nicht nur für Künstler, sondern auch für Handwerker, also für diejenigen, die unsere Sitzmöbel machen, unsere Mode machen, waren die Museen
etwa auch das Victoria and Albert Museum mit seinem Ornamentdiskurs eine extrem wichtige Projektionsfläche. Und das ist bis heute so geblieben. Es ist absolut so geblieben. Sie haben heute Autohersteller, die ihre Autos auf Kunstwerke der Renaissance rückprojizieren, also das Aussehen der Ornamente auf diesen Autos zum Beispiel. I never forget being in an artist studio in China a few years ago, and he asked me where I worked, and I said the Kunsthistorisches Museum, and he said, "Aha, for me there is no such thing as old and new. There is just good painting and bad painting." And it was actually very nicely put. He didn't look. When Gerhard Richter came here recently to look at the Velázquez exhibition, what became clear to me walking through the museum with Gerhard Richter and Gudrun and the viewers, he had absolutely no idea about art history. He didn't know if Rubens came before Rembrandt, if Velázquez was before Titian, and he didn't care. It was all about how they painted and what they painted, and actually the chronology and the order and all the things which we art historians obsess over were absolutely indifferent to him, relatively indifferent to him. It was more about the quality of their mark making, what innovations they were bringing to their work. But the actual chronology and how old something was compared to another was actually utterly irrelevant. I would like to go to a few specific examples. The Kunsthistorisches Museum is not alone in being interested in modern and contemporary art. The National Gallery in London, the Prado, the Hermitage, the Louvre, they all now have curators of contemporary art, even though their collections stop in 1850, 1900. And they're all playing with contemporary art in different ways. And there's a few examples I'd like to show. And this is actually a project which you did yourself. This was a very direct conversation between old and new, the most direct form of engagement that exists, arguably. This was a project which you did in 2009 in Berlin, where you brought together a single work by Mark Rothko from the collection of the Neue Nationalgalerie in Berlin, together with two works by Giotto. I'd love it if you could tell us a little bit about this, why you did it, the response to the idea of doing it, and the response to actually doing it. Dieses kleine Ausstellungsprojekt, bestehend aus drei Objekten, entstand nach der Lektüre eines Texts, den Mark Rothko selbst verfasst hat und den sein Sohn Christopher Ende der 90er Jahre herausgebracht hat, namens The Artist Reality. Und darin erzählt Rothko, was ihn geprägt hat, wie er zu seiner All-Over-Paint-Malerei gefunden hat. Unter anderem geht es darin, dass er mehrfach in Italien gewesen ist. Und er hat dort keinen Touristenparcours absolviert, sondern er ist wirklich gezielt nach Ravenna gefahren, hat sich die Mosaiken angeschaut, ist nach Florenz gereist, ist nach Assisi gereist, hat sich Giottos Wandmalereien angeschaut und hat sich in Rom mit Michelangelos Architektur beschäftigt, hat sich also extrem für ein wirkliches Durchdringen kunstgeschichtlicher Zusammenhänge, Formensprachen interessiert. Und hat sich so stark dafür interessiert, dass er es nicht nur in sich aufgenommen hat, sondern reflektierend verarbeitet in ein kunsttheoretisches Buch gepackt hat. Er hat diese Reisen begleitet mit einer Lektüre der großen Connoisseurs der italienischen Kunst, allen voran Bernard Berenson. Und Berensons Theorie kreist zu einem guten Teil um die Relevanz von Farbe. Farbe, die in der Renaissance erstmals eingesetzt wird als Körper, nicht nur als Farbvalleur einer bestimmten Fläche oder als kompositorisches Element, sondern als Gewicht, als Körper. Und bei Berenson wird in der Kunst Giottos eine erste Hochzeit, ein erstes Manifest dieser Tactility, dieser greifbaren Körperlichkeit der Farbe formuliert. Und das fasziniert Rothko.
Und wenn man nun seine Malerei ab etwa den 1950er Jahren anschaut, in denen es eigentlich darum geht, Figuren aus Farbe zu schaffen, Bühnenräume zu schaffen, in denen der Besucher selber, der Betrachter selber, Figuren sehen muss, die aus Gewicht und aus Farbe, allein aus Farbe stehen, dann gibt es zunächst mal eine tatsächlich visuelle, formale Parallele zwischen den Werken Roscos und, sagen wir mal, den großen Wandmalereien Giotto's in Assisi. Also dieses Ausstellungsprojekt ist jetzt kein Thema gewesen, das ich mir am grünen Tisch ausgedacht habe, keine Gegenüberstellung gewesen, die ich persönlich interessant fand, weil ich dachte, ich bringe mal zwei oder drei Kunstwerke zusammen, die 600 Jahre voneinander getrennt sind, und dann schaue ich mal, was das Publikum daraus macht, sondern es ist eine visuelle Umsetzung einer künstlerischen Erfahrung, die ich versucht habe, mit neuem Leben für unser Publikum einmal zugänglich und erfahrbar zu machen. Und ich habe es ganz bewusst in den Parcours der Berliner Gemäldegalerie inseriert, dieses Projekt. Dieser Parcours ist nach topografischen und chronologischen Kriterien, ähnlich wie hier, kunsthistoriografisch geordnet, also der beginnt mit der frühen italienischen Malerei und geht über die altdeutsche Malerei in die Kunst der Renaissance und dann über die spanische und englische Malerei zu Rembrandt und in die große Kunst des Barock mit Rubens und so weiter. Und in diesen Parcours hinein habe ich tatsächlich einen White Cube gebaut und eben diese Konfrontation mehr oder minder textlos, außer mit diesem Eingangstext an der Türe präsentiert und letztlich dabei thematisieren wollen, inwieweit eigentlich ein Gemälde wie dieses Red Number 5 von Roscoe auch ein Kultbild sein kann, inwieweit es auch eine ikonische Aufladung als etwas Magisches haben kann. Und diese Magie kommt zum Teil durch die Ausstellung selbst in einem musealen Kontext. Sie kommt aber auch durch Roscoe selbst, der immer wieder versucht hat, Kapellenräume auszustatten und der auch genaue Vorschriften und Ansichten hatte, wie seine Gemälde eigentlich zu hängen seien und wie nah man an sie herantreten soll. Und gleichzeitig wird die Frage aufgerufen dann, inwieweit sind eigentlich mittelalterliche liturgischen Kontexten zugeeignete Gemälde, wie diese Altarbilder von Giotto. Wir sind hier im Jahre 1310. Man weiß genau, wo die aufgestellt waren, in welcher Kirche. Inwieweit sind die eigentlich nicht nur Kultbilder, sondern, indem sie nun in einen musealen Kontext verbracht werden, inwieweit sind sie auch Äußerungen von Abstraktion und Modernität, wenn man sie betrachtet unter diesen Kriterien der Linie, des Gewichts, der Farbe. Inwieweit also überschneiden sich Anliegen eines Künstlers, der vor 600 Jahren lebte, mit Anliegen eines Künstlers, der erst in den 70ern verstorben ist? Und inwieweit kann ich mich selber da eigentlich drin wiederfinden? Weil ich, und hier kommen wir auf einen auch schon inzwischen in die Jahre gekommenen Text von Gombrich zu sprechen, weil ich mich an der Stelle in dieser Ausstellung für dieses Phänomen der Ordnungen interessiert habe. Ne? Er hat dieses Buch geschrieben, The Sense of Order. Und in The Sense of Order geht es bewusst darum zu sagen, es gibt in der Kunstgeschichte nicht nur Stile, die Renaissance, die Gotik, den Manierismus, sondern es gibt Ordnungen und Supraordnungen. Und in Gombrichs Perspektive, die diametral entgegengesetzt wäre von Überlegungen, die Erwin Panofsky hätte, in Gombrichs Perspektive könnte man Roscoe und Giotto sehr, sehr wohl als Teil der gleichen Ordnung ansehen. Das ist nämlich genau das, was er mit diesen Supraordnungen meint. Und naja, dieses Projekt, so wie es installiert war, hat auch einen relativ opulenten Katalog gehabt, obwohl es eigentlich nur um drei Bilder ging. Und das Publikum hat zum Teil relativ massives Unverständnis geäußert, weil ich es auch absichtsvoll bis zu einem gewissen Grad mit diesem Thema allein gelassen habe. Also ich habe mich bewusst nicht hingestellt und seitenlange Booklets geschrieben oder große Erklärungen dazu abgegeben. Es hat also zu einem Teil des Publikums zu relativ auch aggressiven Äußerungen in dem Besucherbuch geführt, das ich ausgelegt habe, weil einfach nicht
Bereitschaft gezeigt wurde, sich mit diesen Fragen überhaupt auseinanderzusetzen. Und das hat damit zu tun, dass Erwartungshaltungen enttäuscht werden. Man kommt in ein Altmeistermuseum und da möchte man auch die alten und klassischen Meister sehen und nicht plötzlich mit Fragen konfrontiert werden, auf die man gar nicht vorbereitet war. Da fühlt man sich ein bisschen in die Schulzeit zurückversetzt und hat das Gefühl, man versteht irgendwas nicht und dann wird man unzufrieden. Ein glücklicherweise größerer Teil des Publikums hat sich dem anderen Extrem zugeneigt und hat die Ausstellung als sehr, sehr spannend empfunden. Und das galt auch natürlich für die intellektuelle Welt, die ein solches Projekt dann umgibt. Also ist sehr gut rezensiert worden und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, Christopher Roscoe nach Berlin einzuladen, also Roscoes Sohn, und über The Artist Reality, also über seinen Vater in Italien, auch in Berlin einen Vortrag zu halten und dieses kleine Projekt dann tatsächlich auch mit dem Geist des Künstlers irgendwo anzufüllen. Und ich glaube, an wenigen Orten wird man heute oder war es möglich, heute gegenwärtig Roscoe so nah zu kommen, auch in seiner Kunst, seinem Denken so nah zu kommen, wie in diesem kleinen Vorhaben. Ich finde diese Idee sehr, also diese Auseinandersetzungsstrategie sehr, momentan sehr interessant, weil es ist genau, was wir im KHM bis jetzt nicht gemacht haben. Das letzte Mal, dass wir ähnliche Auseinandersetzungen gemacht haben, war die Jan Fabre-Ausstellung 2010. Das war nicht unproblematisch für mich, ehrlich gesagt, diese Gespräche zwischen die Bilder von Fabre und KHM überall in der Gemäldegalerie. Wir haben absichtlich mit Lucien Freud, er wollte auch seine eigenen Räume haben. Er war ein Nachbar von Tizian, ein Nachbar von Raphael, aber er wollte alleine sein. Die Ausstellung, die wir im Herbst von Joseph Cornell machen werden, wird auch alleine in Salle 8. Eine Vitrine von Objekten wird in der Kunstkammer integriert, aber sonst 95% wird auch alleine. Und ich habe vielleicht ein bisschen Angst, seit diesen Fabre-Ausstellungen direkte Auseinandersetzungen zu machen. Aber wie du weißt, wir vorbereiten für 2017 eine ziemlich ambitionierte Ausstellung, wo wir genau solche Gespräche überall in dem Museum machen werden, mit Gäste, Kunstwerke von 1900, 1800 eigentlich bis heute genau solche Pairings machen werden. Ich habe eine weitere Frage. Dieses Bild von Rothko existierte schon, das ist ein Bild von 61. Viele Museums laden Künstler ein mit dem Auftrag, neue Bilder oder neue Objekte, neue Skulpturen zum Schaffen, inspiriert von Objekten, historischer Objekte in die Sammlungen. Also die Nationalgalerie in London hat einmal diese Encounters-Ausstellung gemacht, wo die 24 Künstler eingeladen haben, direkte Antworten auf existierende Sammlungsobjekte zu machen. Ist es, wie siehst du solche, ich meine, das ist natürlich eine Entwicklung von dieser Idee, sind auch direkte Auseinandersetzungen, obwohl die jüngeren Kunstwerke sind gemacht mit diesen historischen Objekten, they're made with these objects in mind. Is this commissioning line something that you think is interesting for an institution like ours? Or is it full of potential difficulties? Ich würde generell nichts ausschließen wollen, was mit dem Sehen, zeitgleichen Sehen einer langen Tradition von Bildern und Bildwerdungen zu tun hat. Deshalb kann es auch spannend sein, wenn man schaut, zu welchen aktuellen Bildern Künstler der Gegenwart finden. Ich habe selber in Berlin, da haben jetzt keine Slides, aber einfach mal einen Künstler aus der Leipziger Schule, also Michael Triegel, einige von Ihnen werden ihn vielleicht kennen, er hat ein Papstporträt gemacht, dadurch ist er bekannt geworden, mal gebeten,
mit mittelalterlichen Medien, also mit in Eiklar gebundenem Pigment auf einer Holztafel, die mit Kreidegrund grundiert ist, um mit Goldblatt zu arbeiten und einfach mal eine religiöse Szene, also die Begegnung von Maria und Elisabeth, die sogenannte Visitation, darzustellen. Und herausgekommen ist ein kleinformatiges Goldgrundbild, auf dem man zwei Frauen sieht, die sich genau wie in der mittelalterlichen Tradition begegnen, beide schwanger, aber man sieht auch die Embryos. Und das ist natürlich eine Äußerung, die ein mittelalterlicher Künstler kaum getätigt hätte, weil er sich natürlich mit diesen Zusammenhängen nicht auskannte. Und ich habe dieses Bild auch in die Goldgrundmalerei der Gemäldegalerie gehängt, einfach weil uns ein solcher Blick immer einlädt, neu die Dinge anzuschauen, die wir bereits kennen. Und wenn man denkt, dass ein Museum sich immer mehr zu einem Ort entwickelt, an dem Wirklichkeitskonstruktionen möglich werden sollten, die in der Alltagsumgebung so nicht wirklich werden können oder nicht vorgenommen werden können, dann ist das genau die Chance, die uns auch das große Alleinstellungsmerkmal und das Überleben der Institution im 21. Jahrhundert sichert, dass wir Dinge tun können, die keine andere Institution tun kann, weil hier die Auseinandersetzung mit unserer visuellen Kultur immer wieder erneuert wird, und das wirft erneut die Frage auf, die ich eingangs schon mal so ein bisschen angerissen habe, was eigentlich das ist, das Contemporary machen oder zeitgenössisch sein. Der Begriff hat inzwischen den Begriff der Modernität vollständig abgelöst. Nicht jede Kunst, die heute, sagen wir mal, in Afrika produziert wird, ist aber, die ist vielleicht contemporary, aber nicht unbedingt modern. Und der Contemporary-Begriff wird inzwischen wieder abgelöst von etwas, das man als global bezeichnen könnte, also globale Kunstgeschichte. In einer deutschen Universität gibt es auch immer weniger das Fach Kunstgeschichte und immer mehr das Fach Bildwissenschaft. Und die Museen werden sich diesem theoretischen Diskurs auch nicht verschließen können. Und deswegen ja, je mehr wir uns mit einer Wissenschaft der Bilder im Museum beschäftigen und auch in der Lage sind, bestehende Ordnungen als Konstruktionen anzusehen, die ein Künstler mit seinem Blick vielleicht neu konstruieren würde, desto mehr entspricht das Museum seiner Bestimmung und Funktion, nämlich Wirklichkeit zu konstruieren. Es gibt eine, also wir werden Freud eigentlich vorbeigehen. Es gibt eine zweite klare Strategie, das viele historische Museums verwenden, und zwar Künstler einzuladen, als Ausstellungen zu kuratieren, Sammlungsausstellungen zu kuratieren. Diese wunderschöne Dame in der Mitte ist Dominique de Menil, eine wunderschöne Sammlerin und Mäzenin aus Houston, Texas. Sie hat die Menil Collection gegründet mit ihrer Sammlung von ihrem Mann. Und sie hat diese Künstler auf der rechten Seite, Andy Warhol, in 1969 eingeladen, eine der ersten künstlich kuratierte Ausstellungen zu machen. Der Titel der Ausstellung war Raid the Icebox. Also Icebox auf Amerikanisch so Kühlschrank. Also Raid the Kühlschrank. Und Warhol könnte durch die ganzen Sammlungen und Lagen von der Rhode Island School of Design gehen und seine Lieblingsobjekte rausholen, und hat eine Ausstellung in Rhode Island, Houston und irgendwo anders, also drei Stationen, kuratieren. Das war für mich eine der ersten Exemplare von Künstler, also moderne zeitgenössische Künstler als Kuratoren. Die Nationalgalerie in London hat später in die 70er, 80er, 90er Jahre eine ganz berühmte Reihe von Ausstellungen, die heißt The Artist's Eye, wo die ganz berühmte britische Künstler eingeladen haben, David Hockney, Francis Bacon, Lucian Freud, Bridget Riley, Frank Auerbach, die können alle ihre Lieblingsobjekte von den Nationalgalerie-Sammlungen gemeinsam, also zusammenbringen als kuratierte Ausstellung. Wir haben, das ist ein Installation View von dieser Raid the Icebox Ausstellung von Warhol in 1969. Wir haben das auch hier angefangen mit Ed Rocher in 2012. Wir werden das nächstes Jahr zum zweiten Mal machen mit Edmond Deval.
Und wir haben auch früher gesprochen über dieses Projekt Intolerance in der Neuen Nationalgalerie in Berlin von der Künstler Wilhelm de Roy, der niederländische Künstler Wilhelm de Roy kuratiert. Also eine lange Intro. Meine Frage ist für dich als Kurator, jemand, der diese historischen Objekte sehr gut kennt, wie, how do you feel about a contemporary artist being invited into this museum with carte blanche to choose whatever objects he or she likes and given a free hand to arrange these objects in a temporary gallery for 3 months? Is this, we had very mixed reactions to Rocher, some extremely positive and some extremely confused. And why are you doing it? It's disruptive, it's annoying. So we had a complete spectrum of opinions, and I think we will do again next year for Deval. Where do you stand on the role of artists as selectors of historical objects? Ja, zunächst ist es, glaube ich, so, dass ich für mich selbst ziemlich deutlich sagen kann, dass ich nicht denke, dass in diesem konkreten Fall ich oder irgendein Museum, irgendein Kunsthistoriker eine Art Deutungshoheit über die Art und Weise reklamieren sollte, wie er die Objekte, die ihm anvertraut sind, in Schauzusammenhänge gibt. Nun haben wir es beim Kunsthistorischen Museum mit einer historischen, kaum eine andere Sammlung hat eine so präzise und lange Tradition wie das Kunsthistorische Museum, mit einer Sammlung zu tun, die auch durch ihre Sammlerpersönlichkeiten eine bestimmte Ordnung bereits erfahren hat, mit der man auch verantwortungsvoll und behutsam umgehen sollte, weshalb ich also sicherlich niemand wäre, der jetzt gern das Wort carte blanche hört, wie eine Sammlung, in welchem Schauzusammenhang sie dem Publikum zu präsentieren ist, ist ein verantwortungsvoller, kuratorischer Zugang, der sinnvoll und klug mit einer gewissen Aussage auch verbunden sein sollte. Der Artist as a Curator als Ausstellungsprojekt ist ja etwas Ephemeres und darin liegt dann vielleicht auch die Kraft und das Gute daran. Wenn es gelungen ist, schön, wenn es nicht gelungen ist, nach 3 Monaten ist der Spuk vorbei. Also ich würde da auch relativ entspannt sein, was auch die Chance angeht, das Museum als Experimentierfeld anzusehen. Bei diesem Projekt von Wilhelm de Roy, Intolerance, möchte ich hervorheben, dass das, was der Künstler hier macht in der Neuen Nationalgalerie zu Berlin, gerade nicht das Gegenüberstellen von zeitgenössischer Kunst mit klassischen Meistern ist, sondern was er hier macht, ist die Kombination von Federmasken aus Haiti in dem Fall, aus dem 18. und 19. Jahrhundert, mit Werken des niederländischen Malers de Hondecoeter. Und eigentlich also 2 verschiedene historische Kategorien von Objekten, also die eine eher etwas, das wir als ethnografisches Objekt anschauen würden, das wir nicht als Kunst, wie wir es aus unserer eurozentrischen Perspektive gewohnt sind, akzeptieren, und das andere natürlich ein traditionell in einer Kunstgalerie leicht einzuordnendes holländisches Stillleben. Aber gerade also sein künstlerischer Beitrag ist das Zusammenschauen dieser beiden Objektkategorien, und gerade darin ergaben sich dann eine Vielzahl von neuen Lesarten. Nicht nur ist auf den beiden Objektkategorien das gleiche Material im Vordergrund, Federn, sondern es geht dabei auch um Kolonialismus, es geht darum, Perspektiven einzunehmen oder eben abzulehnen, es geht darum auch zu fragen, welche Präsentationsformen sind angemessen und gut in Museen des 21. Jahrhunderts und welche Präsentationsformen sind gefährlich und nicht wünschenswert? Wie sollen wir mit den Artefakten verantwortungsvoll und politisch korrekt umgehen? Also eine Ausstellung, die mir persönlich sehr, sehr gefallen hat, und ich sehe in solchen Zugängen zu den Kunstwerken auch Möglichkeiten, Herrschaft zu unterlaufen, Fragen zu stellen, die auch mit Genderdiskursen zu tun haben. Also im Prinzip sehr zeitgemäße Zugänge zu den klassischen Meistern, eine Chance, die wir definitiv
hoffe ich, im Kunsthistorischen Museum weiter nutzen können. Ich lerne selber ja im Übrigen auch extrem viel von diesen Zugängen. Also auch hier geht es darum, Wissen zu generieren, über einen sehr assoziativen Weg in diesem Fall bei Willem de Roy. Aber immerhin vielleicht eine andere Form von Wissen als ein monographischer Zugang zu der Rondochöter oder zu diesen haitanischen Federmasken es ermöglicht hätte. Nur zur Information, Edmund de Waal ist jetzt gerade zum fünften Mal nach Wien zum Kunsthistorisches Museum gekommen, um die Objekte für seine 2016 Ausstellung auszuwählen und wird Objekte vom Gemäldegalerie, Kunstkammer, Antikensammlung, Musikinstrumentsammlung, Bibliothek, Schatzkammer und Schloss Ambras hineinbringen. Also es ist wirklich eine sehr breite Auswahl, insgesamt 45 Objekte bis jetzt. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit sehr fragilen Objekten, das wir anschauen müssen. Und die Ausstellung wird im Oktober nächstes Jahr im Saal 8 präsentiert. Der Titel der Ausstellung ist During the Night. Und es wird hoffentlich sehr interessant. I'd like to ask you to talk about this. This is something completely different. This is an exhibition which you're preparing in Berlin, which will open in September, called the Botticelli Renaissance. And this doesn't fit any model of any type of modern and contemporary coming together. This is actually an exhibition in which the old masters feel like the guests rather than the contemporary artists. We have a few images of it. I'd love you to tell everybody a little bit about this project, because I think we all need to go and see it. Maybe you could explain how it came about, the idea behind it, and what you're hoping to achieve with this exhibition. Ja, darüber könnte ich jetzt natürlich einen sehr langen Monolog halten, weil es das Projekt ist, das mich die letzten Jahre beschäftigt hat, bevor ich jetzt die Möglichkeit hatte, hierher zu Ihnen nach Wien zu kommen. Ich habe vor dieser Ausstellung in 2011 eine Ausstellung gemacht, die eine, kann man sagen, sehr klassische kunsthistorische Ausstellung war. Da ging es um die Kategorie des Renaissance-Bildnisses. Und in dieser Ausstellung gab es 8 Botticelli zugeschriebene Porträts, die alle ganz anders aussahen. Also nicht nur, weil andere Leute dargestellt waren, sondern auch, weil sie von ihrer Faktur, von der Art und Weise, wie der Künstler sie stilistisch angelegt hat und wie er sie ausgeführt hat, eigentlich aussahen wie Objekte, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, abgesehen davon, dass sie vielleicht im 15. Jahrhundert geschaffen wurden. Und ich stellte mir dann mit meinem Co-Kurator Mark Evans aus dem V&A die Frage, wie kommt es, dass wir alle diese Sachen einfach so als Botticelli akzeptieren, obwohl, wenn man sie nebeneinander hängt, einem als Kenner auffällt, dass zumindest Teile dieser Objektgruppe nicht von ihm sein können. Und dann haben wir uns mit Botticelli ein wenig weiter beschäftigt. Dem Maler werden etwa 500 Werke weltweit zugeschrieben. Er hat nur ein einziges signiert. Nur ein einziges Werk würde unter einer positivistischen Betrachtung oder vor Gericht irgendeine Beweiskraft haben. Das heißt, dieser gesamte Body of Work, den wir als Botticelli in den Museen vor uns finden, ist einer extrem hohen Menge an Konstruktionen unterworfen. Was ist ein Meisterwerk? Welche Relevanz hat Botticelli? Ist eine Frage, die komplett konstruiert und interpretierbar ist. Offen für Interpretationen und für eine Vielzahl von Bewertungen. Und so ist die Idee geboren, einmal diesem Phänomen überhaupt nachzugehen. Wie kommt es eigentlich, dass Botticelli, der im frühen 16. Jahrhundert verstirbt, dann für 250 Jahre vollkommen vergessen ist? Er scheint in keinem Reiseführer auf, er wird nirgendwo besprochen, er wird nirgendwo erwähnt. Wie kommt es, dass heute auch Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht für Kunst interessieren oder nur sehr wenig sagen, sie gehen in Museen, immer irgendetwas mit diesem Namen anfangen können? Das ist eine für uns interessante Frage gewesen.
Wir haben dann also versucht, diese Geschichte der Wiederentdeckung, deswegen heißt diese Ausstellung The Botticelli Renaissance, diese Wiederentdeckung und immer wieder Neuentdeckung, Wiederentdeckung der Wiederentdeckung der Wiederentdeckung nachzuzeichnen. Und diese Geschichte Botticellis beginnt also tatsächlich im 18. Jahrhundert und wird dann mit Leuten wie Ruskin und Walter Pater theoretisiert. Durch die Präraffaeliten erfährt Botticelli eine gewisse erste Renaissance, aber es sind alles Werke, die dort im Vordergrund stehen, die heute keiner mehr im Blick hat. Die Fresken in der Sixtinischen Kapelle, das Altarbild von San Barnaba, das übrigens im gleichen Raum der Uffizien hängt wie die Venus oder die Primavera, aber keiner von ihnen oder die wenigsten von ihnen werden diesen Altar jetzt vor ihr Gedächtnis rufen können, während die Venus oder die Primavera viele Leute kennen. Wie kommt es also zu dieser Bildgeschichte? Und eine der zentralen Thesen der Ausstellung ist, dass Botticelli, der als er lebte, natürlich nicht sagte, guten Tag, ich bin der Botticelli. Er hatte natürlich einen völlig anderen Namen und was er letztlich gemacht hat, wissen wir nicht, dass dieser Botticelli aus unserer Sicht ein amerikanischer Künstler der Nachkriegszeit ist. Relativ krasse These und die Ausstellung will auch in kein Schema passen. Deswegen sieht sie nachher auch so aus, wie sie aussieht. Die italienische Regierung hat in den Ende der 1930er Jahre und Anfang der 1940er Jahre eine Reihe von italienischen Meisterwerken durch die Vereinigten Staaten von Amerika touren lassen und unter anderem die Geburt der Venus. Zuerst auf die Weltausstellung nach San Francisco, dann ins Art Institute nach Chicago. Diese Ausstellungen haben mehrere hunderttausend Menschen gesehen jeweils. Und schließlich ist Botticellis Geburt der Venus in New York angekommen und das Metropolitan Museum, eigentlich der Altmeisterort, wollte aus Versicherungsgründen diese Gruppe von italienischen Altmeistergemälden nicht ausstellen. Und Alfred Barr, damals Direktor des Museum of Modern Art, hat gesagt, okay, er macht eine Ausstellung über die Geburt der Moderne. Und damit wird die Geburt der Venus zu einem geradezu zur Ikone der Geburt der Moderne. Das Bild wird in einem 80 Quadratmeter großen Raum ganz allein ausgestellt, mit einem Vorhang verhängt. Zum ersten Mal in der Ausstellungsgeschichte werden Spots eingesetzt, die dieses Gemälde beleuchten. Und es wird also zelebriert, wie sich dieser Vorhang öffnet und wie die Moderne sozusagen in der Renaissance geboren wird und so weiter. Jedes Schulkind in Amerika bekommt ein Poster geschickt von diesem Bild, während in Deutschland die Bomben fallen. Und die Nachkriegszeit sieht dann eine interessante Entwicklung, also eine Fokussierung auf diese Geburt der Venus, die dann auf dem Vogue-Cover erscheint, die dann in die Mode Einzug hält, die aus der Modeindustrie in die Warenwelt transformiert wird. Staubsauger heißen Botticelli, Farbfernseher heißen Botticelli, Rennpferde heißen Botticelli, Hunderte von Spielzeugen heißen Botticelli, bis hin zu Sportwagen, die ich eingangs schon erwähnte und die wir auch in der Ausstellung zeigen, diese Objekte. Und all das hat letztlich gar nichts mit der kunsthistorischen Person zu tun oder auch nichts mit seinem Schaffen, hat nichts mit der Frage zu tun, was sind Meisterwerke oder sind nicht Meisterwerke. Es hat etwas mit Bildgeschichte und Bildwerdung zu tun, mit Ornament und mit diesem Sense of Order, der sich eigentlich durch die Kunstgeschichte immer wieder legt. Und darum zeigt diese Ausstellung, dass Kunstgeschichte, dass das Museum ein Ort der Konstruktion ist, dass die Art und Weise, wie wir Kunst anschauen, von unseren Erfahrungen abhängiges Schauen ist. Wir schauen Kunstwerke nicht neu, jeden Tag neu an, sondern wir schauen sie an mit unseren Erfahrungen im Rücken. Darum, dieses Bild ist hier vielleicht ein bisschen symptomatisch, weil man sieht, dass die Berliner Venus, also dieses auf der Wandvorlage in der Mitte hängende Gemälde, ist ein Gemälde aus der sogenannten Botticelli-Werkstatt, wird hier gerahmt von zwei Fotografien von Rinneke Dijkstra aus dieser Serie der jugendlichen Bildnisse von Heranwachsenden am Strand, wobei sie untersucht, wie Geografie auf die Erscheinung von Menschen Einfluss hat. Also es geht um ein polnisches Mädchen und um ein amerikanisches Mädchen in diesem Fall. Obwohl dieses, was die Künstlerin interessiert, eigentlich ein ganz anderes Thema ist und sie sich eigentlich auch für ganz andere visuelle Ausdrucksformen im Prinzip zunächst mal interessiert,
kommt es zu einer Parallele in der Haltung und in der Art und Weise, wie sie ihre Bilder komponiert, weil es diese figurative Welt Botticellis im Hintergrund gibt. Die Ausstellung beginnt oder endet, je nachdem, wie, von welcher Seite man sie anschaut, mit einem großen Video von Bill Viola. Das heißt Going Forth by Day, und da sieht man eine Reihe von Menschen durch ein Waldstück gehen, sogenannte Seelenwanderung. Auch diese Szene geht zurück auf eine Ikonografie Botticellis, und es ist eine Arbeit, die einen sehr berührt, wo man tatsächlich sich fühlt, als könne man diesen Raum, den Viola schafft, betreten. Für mich als Altmeisterkurator, der ich damals und heute immer noch bin, aber damals in Berlin, war eine virulente Frage, wie gelingt es, Relevanz der alten Meister, also 600, 700 Jahre alte Kunst, tangibel, bedeutsam, auch flexiblen Bedeutungen zugeneigt darzustellen in einer Stadt wie Berlin, die die Moderne ganz groß schreibt, wo alles im Fließen ist, wo sich Europa neu erfindet. Was kann ich tun, damit Botticelli, damit die staatlichen Museen in dem Fall, damit diese Altmeistersammlung ein Besuch wert ist? Warum sollte ich da hingehen, wenn ich mir in Berlin alle möglichen anderen, vordringlich viel relevanteren Orte anschauen kann? Ja? Und die Idee, überhaupt über die Institution Museum zu reflektieren, auch zu zeigen, wie Bilder von uns selber abhängig sind und wie wir letztlich diese Ausstellungen machen, Sie als Besucher, ebenso wie ich als Kurator, ist der zentrale Motor hinter dem Projekt. Wir haben zwei weitere Bilder, also Renderings der Ausstellung. Ja, am Ende der Ausstellung sieht man tatsächlich auch sieht man diesen Würfel. Mir ist auch bewusst als Würfel gehalten, um mit der Idee, dass das Museum die Objekte an eine samtbespannte Wand hängt, zu brechen. Sieht man diesen Würfel, und auf dem Würfel hängen verlorene Werke, also man sieht einen Rahmen, in dem kein Gemälde ist, ein leerer Tondo, kann man sagen. Dieses Gemälde ist im Krieg zerstört worden. Es hat aber in seiner Reproduktionsgeschichte unser Bild von Botticelli mitgeprägt. Heute ist es verschwunden, also das Original ist nicht mehr da. Man sieht Objekte, die wir aus den Depots großer Museen der Welt herausgelöst haben. Die sind heute auch nicht mehr da. Das Publikum kann sie nicht mehr sehen. Sie werden weggeschlossen, weil irgendwelche Experten definiert haben, dass dieses keine ausstellungswürdigen Gemälde mehr sind, weil sie vielleicht nicht mehr originär Botticelli zugeschrieben sind, weil sie als Fälschungen erkannt wurden. Und wir zeigen all diese auch nachweislich als Fälschung gesicherten Werke, neben den Werken, die kein seriöser Kunsthistoriker als Werke Botticellis anzweifelt. Und zwar nicht, um das Publikum zu verunsichern und um klarzustellen, dass niemand genau sagen kann, wer Botticelli eigentlich war und was er gemalt hat, sondern um zu verdeutlichen, dass die Geschichte der Bilder eine Geschichte ist, die nicht nur im Museum geschrieben wird, sie wird auch in Depots geschrieben, sie wird heute im Internet geschrieben. Viele dieser Gemälde, die wir jetzt zum ersten Mal wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen, sind in den 50er oder 60er Jahren als berühmte Ikonen unglaublich oft reproduziert worden, und diese Reproduktionen sind nach wie vor im Internet, und Designer könnten einen solchen Tondo nehmen, und es ist auch passiert, ihn auf T-Shirts pappen, auf Skateboards oder auf iPhone, ohne überhaupt nur die leiseste Notion davon zu haben, was eigentlich am Ursprung dieses Bildes ist, wo das Bild überhaupt ist. Und man kann am Schluss der Ausstellung tatsächlich in diesen Würfel hineingehen, also es gibt eine Tür, in die man dann hineingehen kann, und im Würfel hängt das einzige signierte Gemälde Botticellis, das aus der National Gallery in London kommt, als im Prinzip Quelle all dieser Situationen. Die Ausstellung geht dann ins Victoria and Albert Museum, das das bedeutendste Museum für Design ist. Und da geht es um den Diskurs des Ornaments ebenso stark wie um den Diskurs des Bildes. Also es ist schon eine Ausstellung, die jetzt auch über die Institution Museum und über das, was wir aus Museen machen können, über die Chancen und über die Gefahren handelt. Sicherlich ein Projekt, das wir jetzt in der Form nicht im Kunsthistorischen Museum machen werden. 24. September ist die Eröffnung in Berlin. Yeah. It's 8:02. So I have about 500 more questions, but I'm going to stop talking. I just want to explain why Stefan had this as his portrait at the beginning. I'm going to leave you with two quotes
And then there'll be a chance for anyone to ask a question, ask Stefan a question. The film director, John Waters, some of you will know, the American film director, he was invited last week to give the graduation speech for an American university to a group of art history students and artists. And the title of his speech was, "The Job of Contemporary Art is to Destroy Everything That Came Before." And I think this is something that we also need to keep in mind. And this is why I have this very irreverent Marcel Duchamp altered masterpiece, because we talk very often about this wonderful relationship between contemporary art and historical art, but actually it's the intention of many, many artists to do completely the opposite. And we should also find a place, I think, in a museum like this for art that confronts historical art very directly. The other quote, which you mentioned the order several times this evening, and I find this notion of an order really interesting. Visitors come to this museum every day to see an order, something that began with Egyptian mummies and finishes around 1800. There are different orders within the order, but there is a canon of art history. And I found a wonderful quote from T.S. Eliot about the notion of tradition. And he said, "The existing objects form an ideal order among themselves, which is changed by the introduction of a new work of art. The existing order is complete before the new object arrives. For the order to remain after the arrival, the whole existing order must be ever so slightly altered and changed. Whoever has approved this idea of order will not find it absurd that the past can be altered by the present as much as the present is directed by the past." And this is something that I actually find extremely interesting, the idea that we bring younger objects of art into a museum like this, and in doing so, we do ever so slightly change the existing order and how we read the historical collections of the museum. It's an enormously idealistic and difficult challenge, but I think what I'm trying to say is that what we are doing in this museum is not in the service of contemporary art, but it's very much, with respect to contemporary art, in the service of our collections and this existing historical order. Anyway, a confusing thought to finish with. Would somebody like to ask a question in perfect German? Oder English? No? Ja, bitte. Ja. Ja, Museen zeitgenössischer Kunst sind auch kunsthistorische Museen, würde ich sagen. Also das ist halt die Frage, was denn zeitgenössisch sei und ob zeitgenössisch überhaupt noch ein Term ist, der adäquat ist. Also Belting hat ja vom Ende der Kunst gesprochen, weil er im Prinzip zwei große Perioden scheidet. Die mittelalterliche Kunst als die Kunst, in der etwas Magisches passiert, weil das, was wir anschauen, nur deswegen ein Kunstwerk ist, weil ihm ein göttlicher Seins, eine göttliche Seinsform zugeschrieben wird oder es aufgeladen wird und deswegen kann es angebetet werden. Und dann die Zeit der Renaissance als Geburt der Kunst, wo Künstler über die Illusion der Wirklichkeit, über Perspektive, über Porträtkunst und so weiter etwas Künstlerisches schaffen. Und das kommt, so Belting, in der zeitgenössischen Kunst zu einem Ende und es kommt zu einer Wiedereinführung des magischen Moments. Und der zeitgenössische Künstler hat, was er produziert, das, was er produziert, weil es aufgeladen wird, weil es erneut aufgeladen wird
mit einem übergeordneten Sinn. Ihm ist nicht so wichtig, etwas Schönes zu machen, es wäre vielleicht nicht auszuschließen, aber ihm geht es vor allem darum, etwas Wahres zu schaffen. Und Museen zeitgenössischer Kunst stellen diesen Aspekt vielleicht der Sinnstiftung, der Sinnentwicklung über das eigentlich Visuelle, das wir vor uns sehen, vielleicht stärker in den Vordergrund, als es die Sammlungen wie das Kunsthistorische Museum tun oder tun können. Denn wir als Kunsthistorisches Museum jetzt ganz besonders haben auch die Verpflichtung, die Sammlerpersönlichkeiten zu würdigen, die diese Sammlung zusammengebracht haben und die ebenso Teil der Ausstellung werden zu lassen. Etwas, das also das Museum für Zeitgenössisches, das sagen wir mal seine Schausammlung von vor 2 Jahren beginnt, in der Form schon gar nicht tun kann. Aber beide gehören der gleichen Kategorie an und haben eine enorme Schnittmenge. Und deswegen kann ich eigentlich auch nur eine Antwort geben, die diese Schnittmenge betont. Beides sind Institutionen, die ihr Dasein im 21. Jahrhundert haben. Die eine mehr als Speicher von Objekten älterer Natur, die deswegen spannend ist, weil es darum geht, die Strahlkraft, die diese Objekte haben, in der Gegenwart zu spüren und daraus etwas Neues zu machen. Und die andere, und jetzt kommen wir zu Eliot, als die Institution, die diesen Tropfen in den Teich wirft, der dann Kreise zieht und der diese neuen Ordnungssysteme für uns schafft. Das macht es ja auch so spannend, wie du eingangs gesagt hast, Jasper, in einer Stadt wie Wien, wo man beide Ebenen des Diskurses miteinander verschränkt und wo man am gleichen Nachmittag Tracy Emin und Klimt sehen kann und Rubens, wenn man will. It's almost the longest day of the year, so I think we will allow you all to go and enjoy the rest of this almost longest day of the year. I'm going to just announce the next 2 talks that we have in September, in the week of the Vienna Kunstmesse, Vienna Contemporary. I will talk with an amazing man called Anthony Doffe, who is probably the most important art dealer in Britain in the last 100 years. He represented Andy Warhol, Gerhard Richter, Lucian Freud, Dan Flavin, Donald Judd, V.S. Selmans, many, many extraordinary artists. And he will come to the museum to talk about the history of art dealing, where art dealing is today, and where it is going in the future. So I think this will be a really, really interesting conversation. And then the final one in November, we will invite the 2 most important art critics anywhere on earth today in the modern and contemporary world. They happen to be a husband and wife. Roberta Smith, who's the chief critic for the New York Times, and Jerry Saltz, who is the chief critic for New York Art Magazine. They will come and talk about the history of art criticism, where art criticism is today and where art criticism is going in the future. So we have a little bit of a Gauguin, where do we come from, where are we now, where are we going, approach to the 2 autumn talks. And I hope that you will be able to join us for 1 or 2 of those. Just leaves me to say thank you very much to Stefan. I look forward to many projects over the next years that we will present for all of you. I'd like to thank our sponsors for the talks program, the contemporary patrons of the Kunsthistorisches Museum, the Hotel Sans Souci, and Dom Pérignon for their wonderful support. Thank you all for coming. And vielen Dank, Stefan. Sehr gerne, danke.